Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt hier auf Deichgamers der Strecke. Ja, für heute habe ich uns Dredge rausgesucht. Ich wechsle mal ganz kurz auf die Steam-Seite. Ja, da wird das Ganze beschrieben. Mit Dredge ist ein Einzelspieler-Fischereiabenteuer mit einer düsteren Unterströmung. Verkaufe deinen Fang, verbessere dein Boot und durchforste die Tiefen nach längst verborgenen Geheimnissen. Ja, Rezessionen. Sehr positiv kürzlich, alle äußerst positiv. Ja, es werden hier die Hashtags angezeigt: Erkundung, Angeln, Lovecraft, Abenteuer 3D. Was haben wir noch? Ach, du ahnst es nicht. Simulation, Rollenspiel, Open World, Mystery, Abenteuer hatten wir schon. Ja, gibt es in der Normalversion für 24,99 aktuell. Man kann es im Bündel mit Dave the Diver kaufen. Da wird mir der Preis aber gerade nicht angezeigt, weil ich das schon gekauft habe. Kann ich euch jetzt gar nicht sagen. Ja, und dann gibt es insgesamt vier DLCs. Zwei davon, also einmal Blackstone Key, das habe ich mit erworben. Dann Original Soundtrack, das war mir jetzt nicht wichtig. Digital Artbook gibt es noch. Also Blackstone Key 4,99, Original Soundtrack 4,99, Digital Artbook 3,99. Und was ich mir noch mitgenommen habe, ist das DLC The Pale Reach für 5,99 aktuell. Ja, dann würde ich sagen, schnacken wir gar nicht lange rum. Ich habe noch nicht reingeschnüstert. Ich habe allerhöchstens mal einmal gestartet, um zu schauen, wie lange er lädt, ob ich das schneiden muss oder nicht. Das ist nicht der Fall. Habe die Kameraempfindlichkeit hier komplett runtergestellt. Auch was auch immer die Fernglasempfindlichkeit ist, aber ihr seht ja, ich bewege die Maus wie sonst auch und die fliegt hier über den Bildschirm. Ja, und die Musik war überall auf komplett voll. Das habe ich ein bisschen runtergedreht. Ich hoffe, das passt so. Ja, dann starten wir mal rein. Ja, das war das Intro. Da sind wir wohl irgendwo schiffbrüchig geworden. Ja, das Morgenlicht blendet dich und du versuchst dich aufzurichten. Du liegst auf dem kalten, nassen Dock, wo du in der Nacht zuvor zusammengebrochen bist. Ein kleiner Mann bellt eine Handvoll Arbeiter, die in der Nähe gerade von Bord eines Bootes gehen, Befehle zu. Der Mann bemerkt dich. Willkommen im Großmarkt, Mark. Ich muss schon sagen, dein erster Auftritt war ganz schön dramatisch. Du hast also bereits Bekanntschaft mit den zerklüfteten Felsen entlang der Bucht gemacht. Hast du den Leuchtturm nicht gesehen? Er hat dich direkt angestrahlt. Aber egal, ich freue mich, dass unser neuer Fischer noch am Leben ist. Dein Boot war total demoliert, aber ich habe deine Sachen auf eines unserer alten Boote schaffen lassen. Wir sehen uns später, dann können wir die Einzelheiten besprechen. Ich werde dich zum Fischen rausschicken, mal sehen, ob du den Frachtraum voll bekommst und dich orientieren kannst. Mission hinzugefügt. Zuletzt will ich dich noch daran erinnern, bei Sonnenuntergang zurückzukehren, bevor der Nebel aufzieht. Vergiss die Zeit nicht, sonst wird es unangenehm. Okay. So, wir dürfen jetzt was? Ablegen. Okay, fahre vorwärts mit W, drücke S, um rückwärts zu fahren, wende mit A und D. Alles klar? So, ich kann die Kameraperspektive mit der Maus. Okay, die Einstellung ist jetzt sehr nervig. Okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen heftig, entschuldigt, aber da wollte ich hin. Machen wir es mal so. Ja, so kann man damit leben. Gut, dann hat er gesagt.
dass wir rausfahren sollen. Dreh die Kamera mit Maus, passe die Höhe an. Ja, das haben wir ja gerade. Das haben wir gerade gemacht. Fahre zu einem Fangplatz, beobachte die Wasseroberfläche, entdeckst du bewegtes Wasser, drücke F, um zu fischen. Ja, das ist ja wahrscheinlich das hier. Ja, jetzt kriege ich auch so ein Ankersymbol, dann drücke ich mal F. Fischen starten. Aufgewühltes Wasser, Bestand hoch, Küstennähe. Drücke F zur richtigen Zeit. Habe ich hingekriegt. Achso, und jetzt muss ich den hier. Ah ja. Okay, da muss man sich natürlich erstmal dran gewöhnen. Vor allen Dingen auch, welche Tasten man drücken soll. Dieser Fangplatz ist erschöpft. Gehen mit X. So, wir sollen aber den Frachtraum voll machen. Dann gucken wir hier nochmal her. F, aufgewühltes Wasser. Du hast für diesen Fangplatz nicht die richtige Ausrüstung. Flachwasser. Okay. Das ist dann wieder Küstennähe, das können wir, okay. Warum der eine Fisch da gelb ist, weiß ich jetzt noch nicht, aber. Oh, der ist ein bisschen größer, den packen wir mal dahin. Drehen mit rechter Maustaste. Und den noch mehr voll ausnutzen hier, unseren Frachtraum. Das war nix. Dieser Fangplatz ist erschöpft. Die Zeit läuft nur weiter, wenn du in Bewegung bist, fischst oder bestimmte Aktionen ausführst, okay? Das ist dann auch wieder Flachwasser, würde ich mal anhand des Symbols jetzt behaupten. Das ist wieder Küstennähe, das können wir. Okay, die kennen wir. Okay, eigentlich nice gemacht mit diesen Minigames hier. Gut, das wird jetzt wahrscheinlich. So, einen kriegen wir noch unter. Zack. Im Moment sind hier keine Fische. Das macht doch nichts. Wir haben den Frachtraum eh voll. Wähle deine Scheinwerfer, indem du E gedrückt hältst. Scheinwerfer, Nebelhorn, Fernglas. Mit der rechten Maustaste schaltest du sie an oder aus. Okay. So, wir haben Frachtraum voll. Aus dem Grund würde ich sagen, zurück in den Hafen. Und wir sollten auch ja gegen Abend zurück sein. Moment, was zeigt er mir da mit Tab an? Kajüte. Mission Enzyklopädie. Aha. Nicht gefangen, nicht gefangen. Ja. Nochmal. Das ist Küstennähe, das ist Flachwasser. So, nochmal. Küstennähe, Flachwasser. Ozeanisch. Eis. Marktstände, Sturmklippen. Oh ja, scheint so ein bisschen was zu entdecken zu geben. So, was haben wir hier noch unter Missionen? Fange Fisch für den Tag.
Ein Neuanfang. Ich habe den Bürgermeister von Großmark kennengelernt. Er hat mich rausgeschickt, um ein paar Fische zu fangen, mich umzusehen. Schön hier, er hat mich allerdings gewarnt, dass ich vor Einbruch der Dunkelheit wieder zurück sein muss. Irgendwas wegen des Nebels klang ein bisschen dramatisch. Aufgaben. Der Bürgermeister hat mich gebeten, so viel Fisch wie möglich zu fangen und dann nach Großmark zurückzukehren. Ja, dann hier hatten wir ja eh gerade vor. Da also nicht. Okay. Okay, das ist rückwärts nicht ganz so einfach zu lenken. Ach, da unten. Ja, ich habe da so ein blödes Symbol im Bildschirm. Ich weiß nicht, ob ihr da auch ein Video habt. F wahrscheinlich, wa? F gedrückt halten. Ah, ja. Du gehst in Großmarker Land, der Bürgermeister wartet in der Nähe. Ah, ich sehe, du bist wohlbehalten zurückgekehrt. Sehr gut. Bevor du in die Stadt gehst, sollten wir noch über dein Boot sprechen. Wie ich schon sagte, war dein altes Boot zu stark beschädigt, um es noch zu reparieren. Ich würde dir aber sehr gerne dieses Ersatzboot veräußern. Es könnte bald dir gehören. Ich nehme an, dass es dir im Moment am nötigen Kleingeld fehlt, also gebe ich dir ein Darlehen. Doch ich will es dir leicht machen. Bis deine Schuld getilgt ist, wird ein winziger Teil deiner Fischfangeinnahmen der Schuldenbegleichung dienen und ein kleiner Teil der Zinsen wird in Stadtverschönerungsmaßnahmen investiert. Also, um es noch einmal kurz zusammenzufassen, du verkaufst Fisch auf dem Markt, um deine Schulden abzustottern und die Bevölkerung so mit Nahrung zu versorgen. Kapiert? Der Fischverkauf hilft der Stadt und begleicht meine Schulden. Verstanden? Wo kann ich den Fisch verkaufen? Ah, los jetzt und verkaufe deinen Fisch, solange er noch frisch ist. Offensichtlich beim Fischhändler. Du betrittst eine schäbige Hütte am Rande des Marktplatzes. Der allgegenwärtige Geruch von Fisch erfüllt die Luft. Fliegen umschwirren einen melancholisch wirkenden Mann, der hinter dem Tresen steht. Du bist also der neue Fischer, was? Überrascht mich, dass man so schnell einen Ersatz gefunden hat. Was ist denn mit dem anderen passiert? Hier draußen braucht es einen bestimmten Menschenschlag. Das Leben hier ist nicht für jeden was. Kommen wir zum Geschäft. Ich bezahle dich für Fisch. Je größer und frischer, desto mehr Geld gibt es. Auch sind manche Arten wertvoller als andere. Andere Städte auf anderen Inseln bezahlen dir vielleicht mehr. Aber da du hier noch Schulden hast, schlage ich vor, dass du die erst einmal abbezahlst. Interessant, dass er das auch schon weiß. Also, lass mal sehen, was du hast. So, alle Fische verkaufen für 152,47 mit F. Lager? Wessen Lager ist das? In meinem Boot? Ne, kann ja nicht. Wir verkaufen. F? Nein, F gedrückt halten, okay. So, 14 Fische verkauft, 129,60, Schulden minus 22,87. Ich kann da auch mit der Maus draufklicken, alles klar. Der Bürgermeister steht vor dem Geschäft des Fischhändlers. Hervorragende Arbeit. Ich habe keinen Zweifel daran, dass du dieser Stadt von Nutzen sein wirst. Sieh mal, das habe ich unten bei den Docks gefunden. Ich bin sicher, jemand wie du weiß, was man damit anfängt. Warum nimmst du es dir nicht? Was haben wir denn hier? Ein Forschungsteil. Du musst dieses Objekt nehmen. So. Und noch eine Sache. Unsere Schiffsbauerin erwähnte, dass sie an deinem Boot einige vorteilhafte Umbauten vornehmen könnte. Schau doch mal bei ihr vorbei. So, jetzt will ich erstmal hier reingucken. Forschungsteile 1. Damit könnte ich jetzt also eine hydraulische Angelrute freischalten. Oder ein 3-Fragezeichen. Auch nicht schlecht. Motoren. Den besitzen wir, würde ich mal behaupten, sonst wäre er nicht hell. Das heißt, die Dinge. Das ist für Flachwasser, das ist für vulkanisches Flachwasser, für Küstennähe. Verwende Teile, um neue Ausrüstung zu erforschen. Erforschte Ausrüstung steht im Laden zum Verkauf. So, Motoren, Körbe, Netze komme ich noch nicht rein. Ja, lassen wir aber erstmal. Dann gucken wir mal bei der Schiffsbauerin vorbei.
Als du die Werft betrittst, siehst du die Schiffsbauerin, die gerade einen kaputten Rumpf repariert. Sie sieht kurz zu dir hoch und wendet sich dann wieder ihrer Arbeit zu. Du musst der neue Fischer sein. Ich kann an deinem Boot in der Werft einige Umbauten vornehmen. Allerdings mache ich das nicht aus Nächstenliebe. Bezahlt wird im Voraus und jede dieser Arbeiten benötigt Zeit. Und sollte es Schäden am Boot geben wegen der Felsen oder warum auch immer, ich kann das wieder flicken. Meistens. Sie zuckt mit den Schultern und weist auf den Rumpf, den sie gerade repariert. Etliche der Planken sind zersplittert und zerkratzt, obwohl sie weit über der Wasserlinie liegen. Sieh dich ruhig um, aber denk daran, je größer das Ausrüstungsteil, desto länger dauert der Einbau, also plane sorgfältig. So. Reparaturmodus aktivieren. Ja gut, wir haben ja, wir haben Geld, aber was haben wir denn hier? Zum einen haben wir Angeln, dann haben wir Motoren und wir haben Schleppnetze und wir haben Scheinwerfer, okay. So, die scheine ich aber, was habe ich hier? Eine einfache Angelrute für Küstennähe. Ein einfacher Skimmer für Flachwasser. Okay, und das ist beschwerte Leine, ebenfalls für Flachwasser. Mit verstärkten Leinen kann man auch größere Fische aus tieferen Wasserschichten fangen. Ich würde sagen, wir gucken uns erst ein bisschen um, oder? Und bezahlen erstmal unsere Schulden zurück. So, warum blinkt das hier immer noch? Mein Lager spinnt. Kann ich das da reinschmeißen? Kann ich. Muss ich hier jetzt irgendwas machen, um das Tutorial voranzutreiben, oder? Ja, dann lass uns doch mal diese hydraulische Angelrute... Achso, ich muss gedrückt halten. So, Forschung abgeschlossen. Hydraulische Angelrute ab jetzt im Handel erhältlich. So, das gehört dann wohl noch mit zum Tutorial. So, dann können wir hier schlafen und da ablegen. Was möchte der Bürgermeister? Was kann ich für dich tun? Ich möchte einen Teil meiner Schulden zurückzahlen. Ich möchte eher für die Gegend erfahren. Was ist mit dem letzten Fischer passiert? Fragen wir ihn nochmal. Der letzte Fischer? Oh, er war sehr unzuverlässig. Er fuhr nachts raus, kam ohne einen einzigen Fisch zurück und verschlief dann den ganzen Tag. Außerdem war er ein schlechter Bootsführer. Wirklich schlecht. Ständig lief sein Boot auf Grund, seltsam helllichten Tag. Der Schiffsbauerin gingen beinahe die Planken aus, so viele Reparaturen fielen an. Nein, er taugte nichts. Und eines Abends verschwand er dann und tauchte nie wieder auf. Adieu, wir werden ihn hier nicht vermissen. Also, was kann ich noch für dich tun? Jo, möchte ich noch was über die Gegend erfahren? Aber sicher, gibt es einen Ort, der dich besonders interessiert? Das kenne ich ja noch nicht mal. Was kann ich noch für dich tun? Ich sollte besser wieder fischen gehen. Ja, das vielleicht nicht, aber... Gibt es eine Map? Es gibt eine Map. Alles klar. Die Marktstätte, Windstrang, Teufelsgrat, Sternenbecken, Sturmklippen. Okay. Wir können auch reinzoomen, so weit. Raus war, so wie wir gewesen sind. Diese Punkte sind wahrscheinlich Anlegestellen, würde ich mal behaupten. Ja, dann lass uns doch jetzt einmal schlafen. Bis zum Morgengrauen, okay. Und dann würde ich sagen, fischen wir erstmal weiter. Ein bisschen Schulden haben wir ja noch. Also eine Maus habe ich hier jetzt nicht, da kann ich nichts anklicken. Inspizieren mit F wahrscheinlich. Eine treibende Boje, sie soll einen sicheren Weg durch gefährliche Klippen und unsichtbare Hindernisse weisen. Das schwache Licht schenkt einen kurzen Moment des Trostes in der Düsternis der Nacht. Aha, es ist helllichter Tag, aber gut. So, warum ist es da hinten gelb? So, den konnten wir ja nicht, ne? Können wir den jetzt? Ne, wir haben ja noch nichts. Wir haben ja noch nichts gekauft. Aber das Gelbe da, das interessiert mich jetzt.
Sieht merkwürdig aus. Sieht aus wie eine Flaschenpost. Objekt sammeln. 20. August 1927. Ach, du ahnst es nicht. Der Kajüte hinzugefügt. Dann lass uns doch mal in die Kajüte gucken. Nachrichten. Ach, Jesus. Aber scrollen muss ich nicht. Gut. 20. August 1927. Es ist der Morgen des zweiten Tages unserer Flitterwochen und unser erster richtiger Urlaubstag. Heute wollen wir um die Insel und zu den Buchten auf der Rückseite von Großmark segeln. Ich liebe diese Felsen, ihre Farbenpracht und Struktur. Außerdem fängt man in diesen flachen Gewässern nicht viel. Also kann ich sicher sein, dass er die Hand am Steuer lässt, statt zu angeln. Er hat das Boot letzte Nacht umbenannt in Julie, mit einer feierlichen Taufzeremonie in allem drum und dran. Er hat das ernster genommen als die Hochzeit. Wahrscheinlich ist es wichtig, alles korrekt durchzuführen, wenn man kein Unglück heraufbeschwören will. Ich wollte alles wegwerfen, aber auf dem noch der alte Name stand, aber ich habe die alte Schlüsselkette aufgehoben. Reichtum des Meeres war ein guter Name. Er hat bestimmt ein Überraschungspicknick vorbereitet. Ich kann in der Kajüte unter einer Decke einen Picknickkorb hervorlugen sehen. Ich liebe es, wenn er versucht, romantisch zu sein. Okay. Gut, dann probieren wir mal hier unser Glück. Jo, hier können wir. Dann versuchen wir es mal. Wow, das muss ich erstmal hinkriegen. Dieser Fangplanks ist erschöpft. Ah, das hat sich ja gelohnt. Dredge. Ja, witzig, das Spiel heißt so, aber ich hab's gar nicht. Ah, gut. Das können wir auch noch nicht, okay. Uhr, sagt er. Dann gucken wir da doch mal in diese kleine Bucht da rein. Oder an den Strand. Probier es, aber ich glaube, so langsam kann ich mich an das Symbol gewöhnen, dass wir es nur mit dem Angelhaken aktuell können. Den wir hier jetzt aber mal wieder haben, sehr schön. Zwar falsch. Das musst du erstmal hinkriegen, ne? Gar nicht mal so einfach. Das wäre mit der Maus, glaube ich, einfacher als jetzt hier mit der F-Taste. Vielleicht habe ich die Meinung auch nur exklusiv. So, 18:11 Uhr, schaffen wir den hier noch? Aber wir sind ja nicht weit von zu Hause weg. Dieser Fangplatz ist erschöpft. Ja, der Tag auch. Wo wohne ich? Da hinten. Reduzieren lässt sich dieser Wert durch. So schnell konnte ich das jetzt nicht lesen, aber. Das war jetzt aber gemein, dass die so kurzfristig vor einem auftauchen. Liegt das an diesem ominösen Nebel? Nee, da habe ich jetzt keine Zeit für. Auch. Der Felsen war doch sonst nicht da. Oh, eine gebeugte Frau kommt die Stufen des Leuchtturms herab und auf dich zu. Sie bleibt in einiger Entfernung stehen und sieht dich besorgt und sichtlich beunruhigt an. Was willst du hier? Ich bin gekommen, um zu fischen.
Für deinesgleichen gibt es hier nichts mehr zu holen. Also tu dir selbst einen Gefallen und verschwinde. Aha. Sie dreht sich um und schlurft wieder den Pfad hinauf, der zum Leuchtturm führt. Ja, dann ist das so. Ja, der Bürgermeister muss warten. Ich muss erst mal meinen Fisch verkaufen. Ich habe eine Sonderbestellung reinbekommen. Wenn du sie erfüllst, kann ich dich besser als sonst bezahlen. Erzähl mir von der Bestellung. Der Kunde will eine Goldflunder und einen grauen Aal. Bring sie mir einfach, wenn du sie hast. Und um sie zu fangen, brauchst du eine Angelausrüstung für Flachwasserfische. Die Schiffsbauerin kann dir sicher weiterhelfen. Flachwasser. Wasser. Was für ein lausiges Wetter, da will man morgens kaum aus den Federn, aber du und ich, wir müssen durchhalten, was? Wir sorgen dafür, dass die Menschen nicht hungern. So, allen Fisch verkaufen für 117,69. Machen wir. Super, wir haben nochmal Schulden abbezahlt. So, was möchte denn der Bürgermeister von uns? Genau dich wollte ich hier sehen. Fährst du zufällig nach Osten Richtung Kleinmark? Könntest du dem Dockarbeiter dort bitte dieses Paket zustellen? Du kannst später hier zurückkehren oder fertig nehmen. Platzieren. Der Bürgermeister geht ein kleines, feuchtes, zusammengeschnürtes Paket. Es tropft ein wenig. Der Dockarbeiter wird dich bei Lieferung bezahlen. Bitte beeil dich. Ich will nicht, dass es verdirbt. Vergiss nicht, deinen Kompass und deine Karte zu benutzen, falls du dich verirrst. Das mache ich doch jetzt nicht mitten in der Nacht, oder? So, Kleinmark. Großmark. Kleinmark. Ach, da ist eine Markierung, alles klar. Dann legen wir mal ab. Und dann werden wir jetzt wie aus Geisterhand hier wohl offensichtlich keine Felsen mehr sehen, gegen die wir gegenballern. Ach, da ist was kaputt gegangen, alles klar. Dieser Fangplatz ist erschöpft. Den fahren wir jetzt erstmal nach Kleinmark. Obwohl auf dem Weg dahin sehe ich noch zwei Fischgründe. Mal gucken, ob wir da dürfen. Erschöpft. Da dürfen wir nicht. Wo dürfen wir hier anlegen? Hier offensichtlich. Dockarbeiter. Ist das eine Lieferung? Mal sehen. Er reißt ein kleines Loch ins Papier und blinzelt hinein. Er scheint das Päckchen vor deinem Blick abschirmen zu wollen. Ja, es ist schön frisch, eignet sich bestens. Und ich soll dich jetzt wohl bezahlen, was? Er gibt dir ein wenig Geld. 25 Münzen hinzugefügt. Ich habe diese alte Schwarte vor ein paar Wochen bekommen, konnte damit aber nichts anfangen. Dir wird sie sicherlich mehr nützen. Nachhaltiges Fischen der Kajüte hinzugefügt. Er zieht ein zerknautschtes Buch aus seiner Gesäßtasche und reicht es dir. Einige der Seiten sind zerknickt. Bewahre es in der Kajüte auf, vielleicht kannst du es auf See lesen. Komm gerne auch mal zum Plaudern hierher. Ich weiß, wie einsam es sein kann. Hier gibt es einen Händler. Okay, aber wir gucken mal eben in unsere Kajüte. Das habe ich noch nicht gelesen. Und wie lese ich? Als aktives Buch ausgewählt, Zeitvertreib zum Lesen. Missionen. Achso, das ist der Sonderwunsch, alles klar. Dafür brauche ich aber ja Flachwasserwerkzeug. Achso, das ist wahrscheinlich er hier jetzt, ne? Ja.
Gut, dann würde ich sagen, 12 Uhr. Wir gucken nochmal, dass wir ein bisschen mehr ins Schiff bekommen. Den werden wir auch wohl nicht dürfen, genau. Das sieht wieder nach Schutt aus. Den können wir auch noch nicht. Das sieht doch aus wie normale Fische, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Yep. So viel drin. Der ist erschöpft. 17:48 Uhr. Ja, dann gehen wir mal kein Risiko ein. Nicht, dass wir hier wieder gegen plötzlich auftauchende Felsen rappern. Oh, die nehmen wir noch mit. So, voll ist er. Das freut den Fischhändler und unser Portemonnaie. Sagen, das macht Spaß. So, 172,44. Ja, das ist doch soweit nett. Der Bürgermeister geht schnell auf dich zu. Er scheint gut aufgelegt zu sein. Sein Schritt ist federnd. Es gibt gute Neuigkeiten. Auch dank deiner Bemühungen wächst Großmark weiter. Sicher werden bald unzählige Besucher in unsere Stadt kommen. Da bin ich sicher, ja. Tatsächlich habe ich zugestimmt, dass die Schiffsbauerin ihre Werkstatt erweitern darf. Das alte Trockendock ist wieder funktionsfähig. Ich habe auch ein wenig Geld investiert, um die Dienste des Fischhändlers zu verbessern. Er wird sicher bald auf dich zukommen. Arbeite auch weiterhin so gut. Ich bin froh, dass du hier bist. Das ist doch nett. Trockendock. Das ist das Trockendock. Hier können wir deinem Boot ein paar prägnante Verbesserungen verpassen. Ich spreche von mehr Platz, mehr Befestigungspunkten für Ausrüstung und sogar einen besseren Rumpf. Für diese Projekte brauchen wir einen ordentlichen Vorrat an Material, Bauholz und Metall, Schrott, solche Sachen. Wie komme ich an Material? Beschaffe ich Material? Kann du mein Boot aufbessern? Verstehe. Kannst, soll das wohl heißen. An der Küste findet man jede Menge gutes Material, vor allem die Schiffswracks sind eine Goldgrube. Ich bin sicher, du findest einen Weg, etwas zu besorgen. Material für Verbesserungen werden hier gelagert. Mach dir also keine Sorgen, wenn du erstmal nur die Hälfte hast. Okay. Aber dann brauche ich ja so eine Dredge. Dann gehen wir doch hier nochmal einmal rein. Achso, wollen wir unser Boot reparieren? Alles reparieren für 30. Gut wieder heile. Hydraulische Angelrute für ozeanisch. Ich brauche ja was für Flachwasser. Das ist auch für Flachwasser. Muss ich das jetzt hier rüberziehen zum Kaufen? Achso, einbauen 2 Stunden. Okay. Küstennähe, Flachwasser. Ja, sauber, dann haben wir doch schon mal ein bisschen was aufgewertet hier. Dann würde ich sagen 23:20 Uhr. Wir gehen Hayabubu machen. Und dann gucken wir doch mal, was
was diese Flachwassergeschichte uns bringt, ob wir vielleicht sogar schon Glück haben und die Aufgabe erfüllen können. Ja, wenn ich jetzt überlege, wir sind jetzt bei 35 Minuten und bislang nur hier zwischen diesen Felsen darum getümpelt. Wenn man dann guckt, also wir haben uns bisher nur in dem Bereich, eigentlich wo jetzt der halbe Kreis ist, bewegt. Und da kann man offensichtlich aber eine ganze Menge entdecken und erleben. Oh. Du bist ganz schön groß, mein Freund. Machen wir mal so. Was war das? Trophäe gefangen. Das hier? Warum kann ich das hier platzieren? Ja, dass der erschöpft ist, das ist auch jetzt nicht dramatisch. Ich kann ja gar nichts mehr laden. So, kommen wir hier durch? Oder muss ich dann wieder Geld ausgeben? Oh, das sieht auch nach Schrott aus, nicht nach Fischen, ne? Dafür nicht die richtige Ausrüstung. Okay, aber eine Dredge habe ich ja noch nicht. Sind noch Fische? Schauen wir mal. Erschöpft. Aber gehen wir schnell. So, halt ist mal gerade Mittag. Dann gucken wir hier nochmal vorbei. Was möchte Tab von mir? Enzyklopädie. Achso, weil ich was Neues gefangen habe wahrscheinlich. Ja? Ja. Ja. So, ich habe jetzt noch nicht rausgefunden, wie ich lesen kann. Wenn ich ein bisschen umpacke. Also zwei Plätze sehe ich so. Wenn wir den da hinlegen, dann würde ich auch einen dritten mitkriegen. Ja. Ja, voll ist er. Dann würde ich sagen, Retour. Das war eigentlich ein bisschen früh, aber... Jetzt weiß ich gar nicht, bei den Aufgaben... Golfflunder haben wir doch jetzt. Fehlt uns ja bloß noch der graue Aal. Moment. Was war das gerade mitgelesen? 79% abgeschlossen. Achso, der liest offensichtlich, während wir hier fahren. Okay. So würde ich das jetzt verstehen. Ja, so hat er das auch ja gesagt, wenn ich auf See unterwegs bin. Ja, also von der Steuerung, vom Handling her. Nice. Ja, wie gesagt, die Minigames mit der F-Taste ist Übungssache. Aber ich muss ehrlich sagen, das hat jetzt... Das hat Potenzial für ein Let's Play. Da bin ich mal auf eure Rückmeldung gespannt, was ihr so in die Kommentare schreibt. So, aber hier ganz kurz weiter. Lass einfach hier, was du schon hast. Ich lege die Bestellung auf Eis, bis alles fertig ist. So, ich gebe aber auf jeden Fall den da rein. So, weil das ist eine Trophäe. 48,3 cm. Fertig. So, in Ordnung, komm zurück, wenn du alles hast. Und jetzt kommen wir zum Tagesgeschäft, was? Ich habe dieses Buch hier gefunden, es könnte dir nützen. Der Fischhändler greift unter den Tresen und zieht ein feuchtes, zerflattertes Buch hervor. Auf dem Einband kleben ein paar glänzende Fischschuppen.
Das ist doch nett, aber hier, ich verkaufe dir jetzt erstmal meinen Fisch, 125,63. Oh, ich habe offensichtlich keine Schulden mehr, das ist natürlich auch genial. Dann lass uns doch nochmal. Also, wir gehen hier nochmal einmal rein. 88% abgeschlossen. Dann würde ich sagen, wenn wir das gelesen haben, switchen wir um. Das ist mein Lagerspind, aber da kann ich aber nichts Großartiges reinpacken. Was können wir hier bei ihr denn noch machen? Könnten. Moment. Ich würde das gerne darüber legen. Naja, wir gucken jetzt mal hier. Das ist rostiger Außenborder. Ich habe einen seltsamen Motor. 14 Knoten. 10 Knoten. Gut, kannst du behalten. Da gibt es noch nichts. Scheinwerfer wüsste ich jetzt nicht, was ich damit soll. Dann lass uns noch einmal ins Trockendock gucken. Achso, ich muss Materialien sammeln. Ja, habe ich verstanden. Habe ich verstanden. Ja, dann gehen wir nochmal Bubu machen. Und dann gehen wir nochmal eine Runde lesen und fischen. Ich würde ja gerne diesen Aal noch finden, ne? Ich habe da links was Glitzerndes gesehen, da will ich auch noch hin. Erstmal gucken wir hier. Gut. Ah, guck mal einer. Oh, das ist fies. Lass dir Zeit, du stresst dich ja keiner. Oh, was ist das? Ein Stachelaal. Ein gebrochenes Rückgrat, bizarre Wunden, eine Reihe scharfer Zähne, die auf Rache aus sind. Danke. Noch mehr drin. Meine Güte. So, jetzt kommen wir zum Glitzern. Ich habe hier irgendwas glitzern gesehen. Jetzt glitzert es da. Fragezeichen. Der Leuchtturm ragt über den Himmel, gegen die gefährlichen Klippen darunter schlagen endlos die Wellen. Alle Kreaturen, seien sie menschlich oder nicht, würden zerschmettert und ihm zu Füßen geworfen. Du sinnst über diesem Bauwerk innewohnende Macht nach. Diese steinerne Säule, von der zahllose Leben abhängen. Wie lange wird er dort noch stehen? Wie lange noch, bis er einstürzt, seinen Zweck erfüllt hat? Der Leuchtturm ragt über dir in den Himmel. Ah ja, ist klar. So, dann gucken wir hier nochmal einmal rein. Dann können wir gleich die Aufgabe noch erfüllen, was mir natürlich sehr gut gefällt. Erschöpft. Na komm, ich möchte das jetzt aber noch im Eimer mit dem vollen Boot zurück. Das werde ich wohl nicht können. Das sieht nach ziemlich großen Fischen aus. Genau, ozeanisch. Machen wir hier nochmal hin. Das ist Schrott. 16:03 Uhr, da ist noch was. Na toll. Naja. Naja, drei kriegen wir mit. Ist erschöpft, ja. Dann hat sich der doch erledigt. Na, ich möchte nicht mehr so weit rausfahren. Ist schon wieder dunkeldüster. Das ist auch Schrott. Das ist noch
Wagen wir das jetzt noch? Ja, wir sind hier. Ja, komm. Und tschüss. Da zappelt da oben in der Mitte schon wieder. Deswegen tauchen gleich wieder ominöse Felsen auf. Das wollen wir ja nicht. Ja, wie gesagt, ich bleib dabei. Das hat absolut Let's Play-Charakter. Das macht richtig Fun hier. Wenn ich überlege, dass wir bislang eigentlich von der Map noch überhaupt nichts gesehen haben, dann. So. 50 Zentimeter. Verdorben. So, zwei Fische verkauft. Gib dir ein wenig Geld. Gut, damit sollte der Kunde zufrieden sein. Ich habe hier noch eine Bestellung, diese ist ein wenig spezieller. Gewünscht werden ein paar Kalmare und ein ganzer schwarzer Zackenbarsch. Heutzutage fischen nicht viele nach Kalmaren, denn diese Art ist nachtaktiv und du weißt ja, was nachts hier los ist, also viel Glück. Was willst du heute? Du übergibst dem Fischhändler den grotesken Fisch. Achso, er grinst, hält sich den Fisch dann direkt vors Gesicht und nimmt einen tiefen Atemzug. Ah, das ist genau die Art von Kreatur, die mir den Tag versüßt. Ich frage mich. Er lässt seinen Finger über den Fisch gleiten, als wollte er etwas ertasten. Er drückt auf einer Seite hinein und etwas zeichnet sich unter den sich aufwölbenden Schuppen ab. Er schneidet den Fisch auf, aus seinem Magen zieht er ein kleines Stückchen Stoff, das er auf dem Tresen vor sich ausbreitet. Es ist ein zart gemustertes Taschentuch. Taschentuch dem Inventar hinzugefügt. Stachel verkauft. Stachelaal verkauft. Also sowas ist mir noch nie untergekommen. Ich überlasse dir dieses Ding und den Fisch bezahle ich dir natürlich auch. Mission aktualisiert. Ist nicht der erste entstellte Fisch, den ich hier sehe. Ich bin sicher, du findest bald noch mehr davon und ich würde dich gut dafür bezahlen. So, für den Rest kriegen wir. Ja, der eine ist schon verdorben, warum auch immer. Nochmal knappe 90 Unzen. Oh, gut. Ein Mann blickt dich durch das Fenster deiner Kajüte an. Sein Gesicht liegt im Schatten. Ich weiß, was du dem Fischhändler gebracht hast. Und damit wir uns richtig verstehen, ich weiß auch, was er dem Fisch aus dem Bauch gezogen hat. Ich muss mir das ansehen, aber nicht hier. Triff mich auf der Schwarzfelseninsel, verlass dafür die Bucht und fahr dann Richtung Süden. Ich habe dir ein Angebot zu machen. Ich werde warten. Aha. So, hier gucken wir es nochmal einmal rein. Also nachhaltiges Fischen haben wir abgeschlossen. Dann aktivieren wir den Kollegen hier. Hier haben wir den Stachelaal neu. Dann sollen wir uns dahin begeben. Und dann haben wir eine neue Mission. Zwei ja sogar. Ist das hier die fahle Ferne? Okay, Kernmission. Gut, ich würde aber sagen, für ein angezockt soll das hier ausreichen. Also ich werde mich beim Wort nehmen, dass das Spiel hier definitiv Let's Play-Charakter hat. Um einmal gucken, wann sich das unterbringen lässt. Ich würde dann auch einfach sagen, dass man direkt diesen Spielstand, den ich jetzt gleich speichern werde. Ja, muss ich mal einmal überlegen, wie wir es machen, ob wir hier weitermachen und ob wir dann im Let's Play einen neuen Spielstand starten, weil ich jetzt auch nicht genau sagen kann, wann so ein Let's Play starten kann, weil ich habe vier laufen und mehr schaffe ich nicht. Da muss also erst eins zu Ende gehen. Ja, dann lasst gerne eure Bewertung da, entweder via Daumen nach oben oder Abo, was das Video insgesamt angeht und gerne natürlich auch in den Kommentaren, was ihr von dem Spiel haltet. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche zu einem neuen Angezockt wieder dabei seid. Bis dahin.